Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute das Thema Innehalten. Das Ziel ist es, dass du zwischen den Jahren das Tempo rausnimmst, mal die Augen schließt und einfach dich und deinen Körper spürst. Und genau das kannst du jetzt tun. Leg dich bitte entspannt auf dem Rücken ab. Falls du einen Block, eine Decke hast, nutze das gern. Heute mit Susi aus meinem Marienberger Yoga-Kurs. Du kannst mal die Füße aufstellen, vor deinem Gesäß, mattenbreit. Die Knie berühren sich und dann legst du mal die rechte Hand auf deinen Bauch, die linke Hand auf dein Herz. Erlaub dir, die Schultern zu entspannen und beginn in den Bauch einzuatmen. Zieh den Atem hoch, in den Brustraum, ins Herz und dann atme wieder vollständig aus. Beginn ganz entspannt in den Bauch, in die Flanken, in den Brustraum zu atmen. Und zelebriere das Innehalten auf der Yogamatte. Jetzt für dich deine kostbare Auszeit. Und dann löse mal die Hände, behalte aber deinen Atemrhythmus bei. Bring die Füße enger zueinander, hüftgelenksbreit. Und dann streckst du einfach mal das rechte Bein hoch zur Decke. Verschränk die Finger hinter deiner Oberschenkelrückseite. Geh ruhig weiter nach unten Richtung Hüfte. Und dann lass die Schultern schwer sinken. Dein ganzer Körper darf schwer werden. Und beginn so in deinem eigenen Rhythmus ein- und auszuatmen und in der Ausatmung kannst du ganz gefühlvoll das rechte Bein strecken und gleichzeitig immer wieder in die Rückseite hinein entspannen. Die Stunde heute ist geeignet dazu, dass du die Augen immer mal schließen kannst und damit die ganzen Eindrücke von außen absorbierst. Du kannst auch deinem eigenen Atemrhythmus zuhören. Wenn dir die Ujjayi-Atmung bekannt ist, nutz die Ujjayi-Atmung, um immer ruhiger, entspannter zu werden. Atme aus, öffne deine Augen. Jetzt schiebst du einfach mal die linke Ferse nach vorn, erde den linken Fuß und jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Du wanderst mit deinen Händen höher zur Wade, kannst gerne mal den Oberkörper anheben. Beug die Arme, schließ die Augen, zieh die Ellenbogen weiter auseinander, gib dir Raum auch in den Schultern. Und hier gehst du gern mal richtig intensiv an deine Dehngrenze ran. Atme mal bewusst tief ein jetzt. Mit einer Ausatmung lass den Oberkörper sinken. Nimm die Dehnung mit, das ist jetzt intensiv, lass das zu und atmen neu aus und komm langsam ins halbe Happy Baby rechts. Mit deiner linken Hand schiebst du den linken Oberschenkel Richtung Boden. Lass dich von der Musik tragen, leiten. Und was dir helfen kann, ist, dass so die Anspannung von außen nach innen entsteht und wieder von innen nach außen. Und dann atme aus, löse auf, stell das rechte Bein auf, streck's aus und spür bewusst nach. Dreh gern mal die Handflächen Richtung Decke und lass den Körper zur Ruhe kommen, nimm den Unterschied wahr zwischen rechts und links. Platziere die Füße wieder vor deinem Gesäß, hüftgelenksbreit. Streck jetzt bitte dein linkes Bein Richtung Decke, verschränk die Finger, die Schultern sinken lassen. Das ist so die einfachste Form von Supta Padangusthasana. Der große Vorteil ist, dein unterer Rücken ist entlastet.
Du kannst in deinen Möglichkeiten, in die Dehnung hinein atmen. Ein- und ausatmen. Tief ein. Entspannt aus. Erlaub dir auch, die Gesichtsmuskeln weich werden zu lassen. Und nutz den Moment jetzt und schau, was bedeutet das Thema Innehalten für dich. Wie waren so die letzten Tage, Wochen? Wie bist du mit dieser C-Situation umgegangen? Und auch wenn alles um dich herum hektisch ist, alle vielleicht auch etwas aggro unterwegs sind, kannst du immer wieder für dich entscheiden, ruhig und entspannt zu bleiben. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung kannst du ein bisschen höher wandern mit den Händen. Gleichzeitig streckst du das rechte Bein nach vorn aus, drück die rechte Ferse fest in den Boden und kannst die Arme ganz leicht beugen und entdecke deinen Körper. Spür dich in dieser intensiven Position jetzt, in dem Moment. Atme ein und wenn du magst, kannst du den Oberkörper mal ablegen. Vielleicht hast du auch den Unterschied wahrgenommen zwischen rechts und links. Und von hier aus kommst du selbstständig ins halbe Happy Baby. Die rechte Hand schiebt die rechten Oberschenkel Richtung Boden. Und nutzt die Idee, tief einzuatmen in die Körpervorderseite und dann über die Rückseite entspannt ausatmen. Lass so innerlich los. Vielleicht kannst du auch die kurzen Atempausen spüren am Ende der Ein-, am Ende der Ausatmung, die ganz natürlich entstehen. Von hier aus gehst du ins volle Happy Baby, beuge auch das rechte Bein. Beide Arme sind gleich gebeugt, nimm Spannung aus deinem Körper raus, aus den Schultern, aus den Armen. Das Happy Baby als Position etwas länger zu halten, kann auch eine intensive Erfahrung sein. Entspann in die Hüfte. Dann löse langsam auf, bring die Füße zusammen. Wir gehen mal von hier aus, zieh nochmal die Knie heran, die Fußsohlen zusammen ins Baddha Konasana am Liegen. Dazu gehen die Hände von außen um die Füße und du kannst ganz entspannt die Schultern sinken lassen. Das ist so ein positives innerliches Aushängen, was du jetzt machen kannst. Von hier aus klapp jetzt die Knie zusammen, mal noch mal ein paar kleine Kreise mit den Knien, gib deinen unteren Rücken eine wohltuende Massage. Und dann schaukelst du nach oben, kommst an im Vierfüßlerstand. Du bringst die Hände zum Anfang deiner Matte und nutzt gern eine Decke als Unterstützung, leg die Decke unter die Knie. Schließ deine Augen und spür dich über die Hände, über die Füße, über die Auflagepunkte mit dem Boden und starte ganz entspannt mit Katze Kuh, werde rund im Rücken und dann gehst du in so eine ganz entspannte Rückbeuge, heb dein Herz an, die Mundwinkel und finde deinen eigenen Atemrhythmus. Mach das für dich ein paar Mal. So siehst du die Wirbelsäule wunderbar mobil, wie man sieht. Das Ziel ist es, dass du jeden einzelnen Wirbel berührst. Mit deiner Aufmerksamkeit, mit der Bewegung, mit deinem Atem. Dann finde den Weg in eine neutrale Position. Öffne deine Augen, wandere mal mit deinen Händen großzügig nach vorn. Anahata Asana.
Dein Gesäß bleibt über den Knien und die Ohren gehen zwischen die Oberarme. Und von hier aus kann es dir gut gelingen, die Stirn mal abzulegen. Lass dich von deiner Rückseite des Herzens sinken. Genau. Tief ein. Vermeidest ein Hohlkreuz, indem du die unteren Rippen leicht nach innen ziehst, die Bauchdecke aktiv. Heb die Schultern an und spür dich. Innehalten. Tiefes Einatmen. Eine ganz natürliche Atempause. Ausatmen. Und heute am Ende der Yogastunde wirst du mit uns noch eine Atemmeditation üben, die du für dich auch gern zu Hause immer wieder mal mit anwenden kannst, wenn du so eine Unruhe spürst. Lass dir Zeit, lauf langsam mit deinen Händen zurück und finde den Weg in den herabschauenden Hund, gut geerdet. Du kannst den Abstand nochmal prüfen, indem du jetzt in die Liegestütze gehst. Du kannst vielleicht mit deinen Füßen 1-2 cm nach hinten laufen und dann schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Mach das noch zweimal, einatmen, Liegestütz. Ausatmen, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Ein letztes Mal, komm nach vorn, atme ein. Und dann schieb dein Gesäß großzügig nach hinten oben. Lass gern die Augen geöffnet und du legst jetzt deinen linken Spann am rechten Knöchel ab oder auch mit den Zehen und kannst so nochmal intensiv in die Dehnung atmen. Tief ein, tief aus. Das ist eine schöne Dehnung, die bis in die Waden geht, Wadenmuskulatur. Und jetzt wechsel einfach mal für dich. Erde links, ziehe mit deinem rechten Fuß die linke Ferse weiter Richtung Boden. Erinnere dich an das Thema Innehalten, einfach so von innen heraus zu üben. Und dann stell auch den rechten Fuß wieder mit ab, hüftgelenksbreit. Du wanderst mit deinen Händen nach hinten zu deinen Füßen. Kommst an in die Vorbeuge, Uttanasana. Und wenn es dir gut gelingt, schiebst du einfach mal die Hände von vorn unter die Füße. Kannst mit deinen Zehen bis vor an die Handgelenke gehen. Die Halswirbelsäule darf lang bleiben, die Schultern ziehen auseinander und du kannst jetzt auch ganz leicht die Arme beugen. Ein- und ausatmen. Mit jeder Ausatmung drückst du die Füße fester in den Boden und kannst dann das Gesäß ein Stückchen weiter nach oben schieben. Jetzt löse einfach mal die Hände, bring die Hände an die Hüfte zurück, drück die Füße in den Boden, heb die Schultern an, beug die Beine und dann kommst du einatmend nach oben und führst die Hände vor deinem Herzen zueinander, schließ die Augen. Verbinde dich mit deinem Körper, mit deiner Atmung. Zum ganz ruhiges, liebevolles Ankommen mit dir selbst. Atme aus, öffne die Augen, dann verschränk mal die Finger hinterm Rücken, heb die Schultern an, du siehst die Schultern nach hinten, unten, geh so ganz leicht in die Rückbeuge. Wenn du magst, schließ die Augen, lass die Weite im Herzen zu. Jetzt beugst du die Beine ganz leicht und kippst nach vorn, unten in die Vorbeuge, zurück. Atme dich an die Position, wo heute deinen Körper hin möchte. Jetzt die Arme ganz leicht beugen, Spannung aus den Ellenbogen rausnehmen. Und dann drehst du mal die rechte Schulter über die linke, gehst du ganz leicht in eine Drehhaltung wieder zurück. Und dann mal auf die andere Seite drehen. Wieder zurück und damit ein bisschen Wärme im Körper entsteht, beugst du jetzt die Beine. Öffne mal die Augen. Beug die Beine so tief, bis der Oberkörper abgelegt ist und jetzt hebst du nur den Oberkörper an, das ist der Stuhl. Viele Grüße an meine Chemnitzer Yogis, die den Stuhl lieben, auch die Marienberger. Hallo Sandra, der ist für dich. Weiter atmen. Kannst einen Schritt weiter gehen, löst die Fersen.
Und dann löse die Hände und schiebe die Arme über vorne nach oben. Und auch hier erinnere dich an das Innehalten. Spür dich in deiner Kraft, in deiner vollen Energie. Lass die Fersen in der Luft, atme aus, bring nur die Finger auf den Boden zurück, die Fingerkuppen, sehr gut, Kopf schwer. Zieh nochmal die Fersen höher und dann lass die Fersen sinken. Sehr gut. Von hier aus läufst du nach vorne in die Liegestütze zurück. Beug die Arme, schweb zum Boden, mach mit deinen Händen ein Kissen und dann drehst du den Kopf zur Seite, die Schultern dürfen entspannen. Herz schlägt. Nimm das Pulsieren wahr. Aber wie dein Körper, auch dein Herzschlag, dein Atem jetzt wieder ruhiger werden, wie du wie der ganze Stress, der körperliche Stress von dir verschwindet. Wie du dich davon lösen kannst. Innehalten. Ruhe erfahren. Jetzt legst du mal die Stirn auf den Boden ab. Falls du eine Brille hast, kannst du auch die Brille zur Seite legen. Mach das so, wie das für dich passt. Schieb einfach mal die Arme nach hinten. Die Handflächen drücken fest in den Boden. Jetzt hebst du einfach mal die Schultern an, verlängere den unteren Rücken, indem du das Steißbein leicht nach innen ziehst, die Bauchdecke aktiv und wirklich mit 75% Kraft heb mal den Oberkörper an. Die Kraft kommt aus deiner Körperrückseite. Atme, schließ die Augen. Und jetzt kannst du wunderbar dieses Auf und Ab wahrnehmen, wie bei der Einatmung sich der Oberkörper so leicht anhebt. Ausatmen, wieder sinkt und lass diesen Rhythmus immer ruhiger werden. Finde zurück in deinen entspannten Rhythmus. Jetzt lass die Hände, wo sie sind, und leg nur die Stirn ab. Damit bleibt die Halswirbelsäule lang, halte auch die Kraft im Rücken. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Oberkörper, den Kopf und die Füße an. Shalabhasana, die Heuschrecke. Atme, das merkst du, es wird kraftvoller und du bleibst ganz mit dir in Verbindung. Atme ein, ausatmen, wieder entspannt ablegen. Du wirst das jetzt noch einmal wiederholen. Und in der zweiten Runde erlaube es dir, länger, tiefer auszuatmen. Probier das aus. Atme aus. Atme ein, heb den Oberkörper, löst die Knie, die Füße und jetzt verlängere die Ein- und Ausatmung. Spür dich in der Rückbeuge, wo die ganze Körpervorderseite sich öffnen darf. Atme aus, löse auf, leg die Stirn ab, bring die Hände unter die Schultern und dann darfst du dich zurückschieben in den herabschauenden Hund. Du läufst mit deinen Füßen nach vorn zwischen die Hände, bringst die Hände an die Hüfte zurück und mit der nächsten Einatmung komm hoch zum Stehen, die Hände vor deinem Herzen zusammen in das Anjali Mudra, schließ die Augen. Halte die Verbindung zu dir und zu deinem Körper. Und jetzt bitte ich dich, dass du zu Hause mit uns zwei Runden Sonnengruß übst, aber mit geschlossenen Augen. Ich werde das jetzt bewusst langsamer ansagen, sodass du mit geschlossenen Augen durch den Sonnengruß fließen kannst. Nimm den Kontakt über die Füße wahr, verlängere dich über die Krone des Kopfes. Wir starten. Atme ein, schieb die Arme über vorne nach oben. Beug die Beine leicht, Vorbeuge Uttanasana. Halbe Vorbeuge, Rücken lang. Herabschauender Hund, rechts, links, nach hinten. Langsam nach vorn in die Liegestütz. Du schwebst zum Boden, atme aus. Komm einatmend in die erste Cobra und dann schiebst du dein Gesäß nach hinten, nach oben. Rechts, links, nach vorn, heb deinen Kopf an.
Ausatmen, vorbeugen. Einatmen, schieb die Arme über vorne nach oben. Hände zum Herzen, die zweite Runde, die letzte. Atme ein, schieb die Arme über vorne nach oben. Vorbeuge, ausatmen. Halbe Vorbeuge, einatmen. Links, rechts, nach hinten, herabschauender Hund. Einatmen, Liegestütz. Ausatmen, zum Boden schweben. Sanfte Kobra vom Rücken geführt. Herabschauender Hund, ausatmen. Schau nach vorn, öffne die Augen und zieh deinen rechten Fuß vor zwischen die Hände. Jetzt kannst du gerne einen Block mit nutzen, vielleicht auch eine Decke. Und leg dir die Decke und das linke Knie und nimm Spannung raus. Du wanderst mit deinem rechten Fuß 10 cm nach rechts und deine linke rechte Hand kommt an die Innenseite vom rechten Fuß. Nutz gerne einen Block mit. Jetzt schaust du großzügig nach vorn. Und du wanderst mit deinen Händen nach vorn und kommst dann gerne auf die Unterarme. Ich empfehle dir einfach einen Block zu nutzen. Und jetzt kannst du dich richtig schön von außen in dich selbst hineinsinken lassen. Innehalten. Ein- und ausatmen. Finde für dich eine gute Position, wo du ganz liebevoll mit dir agieren kannst. Jetzt lass die Position, wie sie ist, aber du stellst den hinteren Fuß auf, drückst die Zehen, Groß- und Kleinzehballen in den Boden, beginne aus deiner linken Hüfte das hintere Bein zu strecken und wirklich ganz kleine Kreise malst du mit deinem Becken, ganz wenig. Beobachte, was das mit dir macht. Du musst dich gut konzentrieren. Und damit kannst du wunderbar die Körperrückseite, dein Becken öffnen. Atme aus, lass das linke Knie nochmal sinken, lass das Becken schwerer sinken, atme. Öffne die Augen, platziere deine rechte Hand auf dein rechtes Knie. Und du hebst nur mal die rechte Schulter an, schaust Richtung Wand bei dir zu Hause, schließt dann die Augen, heb die Mundwinkel an und lass dich so ganz entspannt in eine Rückbeuge sinken, indem du das Herz anhebst, die Schulterblätterspitzen ziehen zueinander. Und wenn du jetzt noch möchtest, kannst du gerne auf die rechte Fußaußenseite kommen, den Fuß so ganz leicht nach außen drehen und wirklich ohne Gewalt schieb das Knie so ein Stückchen zur Seite nach rechts. Ein- und ausatmen. Genieß das. Genieß das entspannte, aber intensive Ankommen. Innehalten. Ein bewusstes, längeres Halten in der Position. Und dann atmest du ein. Lass dir Zeit und such dir den Weg zurück in den herabschauenden Hund, kannst den Block zur Seite legen, rechten Fuß nach hinten und jetzt mach die Bewegung, die dein Körper einfordert. Dein Blick geht nach vorn, kannst die Beine leicht beugen und dann zieh deinen linken Fuß nach vorn, kannst leicht ein Stückchen nach außen ziehen, leg dann dein rechtes Knie ab, atme ein und folge uns gern mit geschlossenen Augen. Wandere mit deinen Händen nach vorn, lass die Seiten lang werden und komm gerne auf die Unterarme. Nutz einen Block als Unterstützung. Dann lass das Becken schwer werden. Die Schulterblätterspitzen ziehen zueinander, sodass dein Herz offen und weit bleibt. Und zelebriere dein Yoga auf deiner Matte. Deine willkommene Auszeit im täglichen Wahnsinn. Das ist mal eine schöne Überschrift für ein Yoga-Video. Du kannst beginnen, noch länger entspannt auszuatmen. Das
lasst bitte die Augen geschlossen, setzt die Zehen vom hinteren Fuß auf, gib mehr Gewicht auf Groß- und Kleinsehbeinen und aus deiner rechten Hüfte streckt das rechte Bein. Halte das, lass das Bein ganz aktiv und mal kleine Kreise aus dem Becken. Atme aus, lass das rechte Bein wieder sinken. Atme ruhig weiter und von hier aus kannst du gern mit uns in die Drehung gehen. Du bringst die linke Hand auf dein linkes Knie, drehst deinen linken Fuß ganz leicht nach außen, komm auf die linke Fußaußenseite und dann ohne Gewalt schieb das linke Knie so ein Stückchen nach links. Dabei hebst du die linke Schulter an, gehst in die Drehung, in eine leichte Rückbeuge. Auch die Krone vom Kopf zieht so ein Stückchen nach hinten, Halswirbelsäule lang. Dein Atem fließt. Atme ein und atme aus. Und von hier aus löst dann selbstständig auf, schieb das linke Bein nach hinten. Hinten den ganzen Block mal zur Seite legen, herabschauender Hund. Und von hier aus geht's direkt in die Stellung des Kindes. Leg die Knie ab, schieb die Arme gern nach hinten. Lass alle Spannung los. Genieß die Musik im Hintergrund, aber auch deinen eigenen Ton über die Atmung. Von hier aus schiebst du die Arme nochmal ganz weit nach vorn. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Leg die Decke gern zur Seite. Und jetzt läufst du mit deinen Füßen die Mitte deiner Matte, die Hände zu deinen Füßen. Bereite dich vor für die Hocke. Susi, du kannst dich einfach mal nach vorn drehen. Und dann beugst du die Beine und landest in deiner Hocke. Du kennst das für dich zu Hause, falls dir die Hocke nicht möglich ist, einfach weglassen. Setz dich bequem hin. Schließ die Augen, zieh die Schultern nach hinten, heb dein Herz an und auch hier schaukel ganz leicht nach links und rechts. Bring Bewegung in den unteren Rücken zurück, bleibe da, atme. Und verweile im Moment jetzt in der Ruhe. Es gibt eine schöne Variante, öffne die Augen, jetzt kannst du mal mit deinen Händen nach vorn laufen, richtig schön weit nach vorn und lass dich richtig schön aushängen. Von außen nach innen entspannen. Dein Rücken ist rund, gefüllt vom Atem bis in die Nieren, bis in den Ohren und Rücken kannst du atmen. Dann atme aus, löse auf, komm zurück in die Vorbeuge. Bring die Hände an die Hüfte, richte dich auf zum Stehen, sich gerne nochmal zur Mitte drehen, die Hände zum Herzen. Und auch hier das Innehalten nochmal ganz bewusst werden lassen. Die Augen können entspannen, die Gesichtsmuskeln können entspannen. Öffne die Augen, löse die Hände. Und jetzt kommst du bitte nochmal in die Grätsche. Das ist meine neue Lieblingsübung. Die haben wir noch gar nicht zusammen geübt. Du drehst die Füße ganz leicht nach außen, 45 Grad. Erde dich über die Füße, jetzt beug die Beine. Und platziere zuerst die Hände an die Innenseiten deiner Knie. Das Ziel ist, dass du dich über die Füße erdest, dass dein Rücken lang bleibt, die Schultern bleiben hinten
Und jetzt kippst du aus dem Becken nach vorn, dein Oberkörper geht parallel, halte das. Und jetzt wanderst du bitte mit den Händen runter zu den Knöcheln. Die Arme sind gebeugt und du drückst mit deinen Ellenbogen die Knie nach hinten. Sehr gut. Halte die Länge im Rücken, Füße geerdet. Und jetzt kannst du ganz kleine Kreise malen im Becken. Schließ die Augen. Dann ist das eine gute körperliche Erfahrung. Bleib mit dem Atem in Kontakt. Öffne die Augen, bring die Hände zurück unter die Schultern, dreh die Fußaußenseiten parallel zueinander. Du kannst die Beine gestreckt lassen. Kommst auf die Fingerkuppen. Atme ein. Und führ die rechte Hand an die rechte Hüfte. Du musst jetzt nicht so weit gehen. Und dreh dich einfach auf, die rechte Schulter über die linke, schließ die Augen. Die Schultern ziehen nach hinten, unten. Und wenn du jetzt einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst du gerne den rechten Arm zur Decke strecken. Verlängere dich. Bring dann die rechte Hand hinterm Rücken an die linke Hüfte. Zieh die Schulterblätterspitzen zueinander. Und dann verweile hier für einen Moment. Atme, spür dich. Ein- und ausatmen. Atme aus, bring die rechte Hand langsam zurück auf die Matte. Für die andere Seite, linke Hand an die linke Hüfte. Verlängere dich im Rücken, schieb die Krone vom Kopf nach vorn und dann nutze die Länge, um dich aufzudrehen. Dreh dich von rechts nach links in die Position. Ganz gern die Augen schließen und dann schiebst du deinen linken Arm nochmal weit nach oben. Gerade Drehhaltung sprechen unseren Parasympathikus an. Du kannst in die Entspannung finden. Bring dann die linke Hand hinterm Rücken großzügig an die rechte Hüfte zum rechten Oberschenkel und dann erlaube es dir, dich in die Übung hineinatmen zu lassen. Ganz schön. Tief ein, tief ausatmen. Dann bringst du den linken Arm noch einmal nach oben, wieder zurück auf die Matte. Öffne mal die Augen. Schau, dass das Becken über deiner Hüfte bleibt und jetzt lauf einfach mit den Händen noch mal ganz weit nach vorn. Schön weit, so weit wie es geht. Herz singen, dein Atem fließt. Das sind so die letzten Übungen heute, bevor wir dann nochmal gemeinsam uns der Atemmeditation widmen. Lauf mit deinen Händen wieder zurück unter die Schultern, die Füße laufen zueinander. Beug die Beine und dann setz dich hin. Und bereite dich nochmal vor für Baddha Konasana. Du kannst dich erhöht auf eine Decke setzen. Die Fußsohlen führst du zueinander. Die Hände an die Knöchel. Schieb gerne mal die Füße so ein Stückchen nach vorn. Und dann lass dich entspannt nach vorn sinken. Die Ellenbogen ziehen vor die Schienbeine. Genau. Atme, genieße und lass die Dehnung zu. Falls du einen Block zur Hand hast, könntest du auch einen Block nutzen. Dann kannst du den Kopf da ganz entspannt ablegen. Verlängere die Einatmung, verlängere die Ausatmung. Behalte diesen ruhigen Atemrhythmus bei, löse die Hände, stütze dich ab und komm langsam nach oben. Setz dich bequem hin, kannst die Füße überkreuzen.
Zieh gern mit deinen Händen nochmal die Gesäßhälften auseinander, sodass du gut geerdet bist über die Sitzbeinknochen. Führ die rechte Hand hinterm Rücken an die linke Flanke, die linke Hand zum Hinterkopf. Zieh die Schultern nach hinten unten, um auch hier nochmal bewusst in die Aufrichtung zu gehen. Schließ die Augen. Schultern weich, entspannt. Nutz die Aufrichtung nochmal, um die Atemräume für dich zu erfahren. Und dann wechsel die Handposition selbstständig. Die Schultern ziehen nach hinten, unten. Bleib in der Aufrichtung. Und dann atme aus, leg die Hände ganz entspannt auf die Knie ab. Kannst die Ellenbogen weiter Richtung Körperseiten ziehen, Richtung Flanken. Damit unterstützt du die Aufrichtung. Und dann lass dich auf unsere Atemübung ein. Wir werden jetzt gemeinsam die Quadratatmung üben. Ich erkläre sie dir, hör einfach nur zu. Du wirst dann mit uns auf 4 Takte einatmen. Auf 4 Takte den Atem anhalten mit voller Lunge, dann auf 4 Takte ausatmen, leer werden und auch in der Atempause für 4 Takte verweilen. Wir üben 2 Runden gemeinsam und dann kannst du für dich 4 Runden eigenständig üben. Lass die Augen geschlossen. Atme bequem aus. Beginn einzuatmen auf 4, 3, 2, 1. Atempause 1, 2, 3, 4. Ausatmen 4, 3, 2, 1. Atempause 1, 2, 3, 4. Beginn einzuatmen 1, 2, 3, 4, volle Lunge, Pause, 1, 2, 3, 4, Beginn ausatmen, 4, 3, 2, 1, werde leer, Atempause, 1, 2, 3, 4, atme ein, 1, 2, 3, 4 und das jetzt 4 Runden für dich im eigenen Atemrhythmus. Lass den Atem ganz ruhig werden, ganz bewusst. Und wenn du für dich merkst, der 4er-Rhythmus fällt dir leicht, kannst du gern den Atemrhythmus auf 6 oder auf 8 Takte ausdehnen. Nutz vor allem die Pausen am Ende der Einatmung, am Ende der Ausatmung. Die Yogis bezeichnen das mit Kumbhaka, das Atemanhalten. Das ist der Moment, wo dein ganzer Körper, wo die Atmung zur Ruhe kommt, aber vielleicht auch die Gedanken zur Ruhe kommen können. Der Moment des Reflektierens, der Moment, wo du ganz bewusst nach innen gehst. Und dann lass die letzte Runde für dich ausklingen.
Wenn du dann wieder vollständig eingeatmet hast, finde deinen ganz eigenen natürlichen Atemrhythmus wieder. Lass die Augen geschlossen, führe die Hände vor dem Herzen zueinander in das Anjali Mudra, dem Mudra der Dankbarkeit. Bedanke dich bei dir selbst für die Übungspraxis. Möge Yoga dir immer wieder neue Impulse geben, dass du entspannter und glücklicher leben kannst und diese Momente des Innehaltens für dich zulässt. Atme aus, atme ein, öffne deine Augen. Löse die Hände. Ja, ich hoffe, du bist jetzt wunderbar entspannt. Danke, liebe Susi, für dein Üben mit mir. Liebe Grüße von der weißen Matte. Komm weiterhin gut durch die Zeit. Es wird jetzt in den nächsten Tagen ein Neujahrs-Yoga geben zum Thema Neuanfang, auch mit der Susi, damit du die richtigen Schritte ins neue Jahr machen kannst. Also bleib beim Yoga dran, hab eine wunderbare Zeit, bleib positiv und wir sehen uns wieder auf der Matte. Danke euch.